Servus meine lieben Freunde, zurück hier im Studierzimmer von Il Professore MGP, dem Stimmakrobaten. Mir ist jetzt scheißegal, dass ich die eine Drecksflagge nicht erwischt habe. Ich hoffe, jemand schreibt mir was, dass ich es dann irgendwann einmal nachholen kann in dem Level. Für jetzt ist es mir scheißegal und ich möchte euch jetzt hier ein bisschen vernünftigeres Gameplay bieten. Nämlich einfach diesen Endbosskampf, was auch immer da auf uns wartet. Und möchte richtig reinhauen, schön synchronisieren. Letztes Mal war es vielleicht ein bisschen Arcase, aber ein bisschen Rage ist ja auch nicht schlecht. Jetzt gehen wir hier rein und wir lesen das und haben Spaß. Nein, machen wir nicht. Wir machen erst einmal den Level ab. Ja, das wäre jetzt ein Drama geworden, wenn ich das zu spät gemerkt hätte, gell? Stufenaufstieg, zack, ja, wir bleiben hier dabei. Das habe ich ja verzählt. Es ist einfach gut für mich. Für meinen Spielstil und den Kampf. Und irgendwann einmal, wenn von euch mal was kommt, bitte sagt's, können wir auch mal wieder eine Rüstung ändern oder sowas. Ansonsten spiele ich hier einfach nur weiter. Let's go! Konzentration und schön mitlesen, das macht diesen Playthrough aus. Diese Stärke muss ich mir beibehalten. Das ist wichtig. So, was haben wir da? Ich habe viel zu tun. Wer wagt es, mich zu stören? Hallo, es war ein Uchtzang, der das zweifelhafte Elixier im Land verbreitete. Nicht wahr? Das ist er doch selber, oder? Wie redet denn mit ihm? Es scheint, ihr könnt euch diesmal dem Urteil nicht entziehen. Dann habt ihr also wirklich eure Menschlichkeit weggeworfen. Habt ihr keinen Respekt vor eure Vorgesetzten, Schau Schau? In mein Anwesen zu schleichen und meine Arbeit zu stören. Als Ausgleich für eure Unhöflichkeit werdet ihr mir euer Ki zur Verfügung stellen müssen. Ja, müssen wir da jetzt den richtigen rausfinden oder ist es da? Euer Mangel an Höflichkeit muss bestraft werden. Okay, weg, weg. Weg. Heil dich doch. Jetzt heil dich doch endlich. Okay. Okay, den kann man jetzt dann. Oh, mach mal die Gottbestie. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, gell? Habe ich mir gesagt, dass ich zu blöd bin, daran zu denken. Ich habe nicht gekontert, weil ich doof bin, das wissen wir. Oh, das war gut. Okay, bisschen kontern. Jawohl. Oh, ist er das hier? Ist das der Böse? Der so leuchtet? Na, das ist nur eine komische Figur, gell? Das bringt nichts. Der soll mich nur ablenken, gell? Ja, wahrscheinlich schon. Scheiße, ist der stark. Also ich bin zu blöd auch, aber das ist ja unglaublich. Was macht denn der Schau Schau eigentlich? Ja, ich sollte eigentlich ein Schau Schau. Ihr ruft an Schau Schau eigentlich, kommt's. Ja, das kann ich jetzt alles nicht lesen im Kampf. Sorry, das müsst ihr mir nachsehen. Das ist. Habe ich nicht mal kontern können. Wenn ich aussehe. Gott! Okay, den Kampf verstehe ich mal überhaupt nicht. Den Ohren haben wir jetzt umgehauen. Okay, jetzt verstehe ich ihn vielleicht doch. Man muss die Kloren hammern besiegen, okay. Jawohl, sehr geil. Wieder ein. Weiter, weiter, heilen. Okay, das war nix. Zack, 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 zack und zack. Zack, 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 zack und zack. Weg, weg, weg. Zack mal das. Ah, das wollt ihr eigentlich. Scheiße. Scheiße, das war blöd. Das hätte ich kontern müssen. Das war extrem dumm. Weg, weg, weg. Jetzt komm doch auf den hier. Oh, ist das blöd. Jawohl, passt. Jawohl, hat auch gepasst. Komm durch. Jawohl, sehr geil. Ja, ja, ja. Jetzt wird's was. Jetzt wird's was. Jetzt habe ich es langsam sicher durchschaut. Komm, Hilfe.
Hilfe! Hilfe, hab ich doch gemacht! Jetzt wachsel doch, jetzt steh doch auf, du Trottel! Das ist doch doof! Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass du das jetzt nicht... Na, hätte ich das besser gemacht von Anfang an. Ja, der Schau lebt wieder, sehr geil. Jawohl, wieder geheilt, sehr gut. Und auch wieder geheilt, sehr gut. Schnell, hau zu, Escapina, sehr geil. Weg, beweg dich, Escapina. Jawohl. Wenn es noch den, komm, das schaffen wir. Komm durch! Jawohl, wir haben ihn geschafft! Meine Güte, wie geil! Ruhmreicher Sieg. Ja, ich meine, ich habe ihn dann gut verstanden. Ich habe das richtig gut gemacht. Ich bin voll stolz. Ihr Verfluchter, dann ist es also soweit. Ja, das Stimmensprechen war jetzt nicht so gut dabei, aber scheiß drauf. Es war einfach geil. Macht er ganz verwirrt. Coole Sachen. Jawohl. Ah, scheiße. War das noch gar nicht das Ende? Kommt da noch mehr? Ihr seid... Was soll das bedeuten? Wartet doch! Was begehrt ihr? Reichtümer, Schätze, Frauen? Oh, ich weiß... Das Elixier, ja? Ich gebe euch die Hälfte von allen. Mit all dem schmiede ich endlich ein Reich, das 1000 Jahre besteht. Es war wohl jemand vor uns hier. Das entfesselt es zweifelsohne eine neue Welle des Chaos im Land. Wenn es das Schicksal will, dann sei es so. Dann werde ich eben mit aller Kraft kämpfen. Bis die Flammen des Chaos erstickt sind. Ja, da kommt's wieder. Eine Gottbestie, sehr schön vom Schau diesmal. Ich werde nicht länger zulassen, dass mich mein Status als einfacher Berater zurückhält. Die Han-Dynastie ist auf Knien. Sie hat nicht mehr die Macht, das Land zu einen. Aus diesem Grund werde ich, Schau, das Böse aus alten Zeiten niederstrecken und Frieden und Wohlstand ins Land bringen. Was ich nun benötige, ist ein taktischer Verstand, der nicht durch Moral beeinträchtigt wird. Wenn ihr einen Verbündeten wünscht, der mit euch durch die Verwüstung des Krieges zieht, ruft einfach nach diesem skrupellosen Helden. Denn wie der Suke werden wir in den Himmel aufsteigen, vom gerechten Feuer umgeben. Der Suke. Ja, das war nicht perfekt, das war sie, aber das ist auch nicht der Anspruch. Ich muss mir das angewöhnen, dass manchmal, wenn die Stimmen da einfach falsch auch von der Atmung her angezeigt werden, wie die Schrift ist, das ist halt kein Profi-Synchro-Ding. Krieg steht bevor. Ich muss die Hauptstadt verlassen und Vorbereitungen treffen. Wir stehen euch allzeit zu Diensten, Menge. Dann ist es endlich an der Zeit, dass unsere Männer mit der Arbeit beginnen.
Was denkst du, Eskorpine? Was geht dir durch den Kopf? Spannend. Hat Spaß gemacht. Das, was ein bisschen blöd war, das möchte ich kurz sagen, ist, es steht nicht in der richtigen Artenstimmung da. Also normal müsste da unten das Ding natürlich an einen Synchronisator angebracht werden, dass man sagen kann, man kann das so lesen in dem Moment, wo man noch atmet. Ich kenne den Text nicht und dann ist es halt blöd, wenn das liest und auf einmal liest der schneller, spricht schneller und dann kommst du nicht nach, weil die Schrift weg ist. Ein bisschen doof. Aber ich kann es jetzt auch nicht ändern, dass die natürlich nicht mit A arbeiten wollten, leuchtet mir auch ein, weil sie wollen ja eigentlich, dass ein Fluss in so einer Zwischensequenz steht. Ne? Sie hätten es halt ein bisschen besser abstimmen können, aber das ist jetzt halt so. Ich lese es, wie ich es kann und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Für heute heißt es Pfiat dich!